Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder Goodie. Es hat wieder Let's Play Sniper Elite 4. Und wir hängen noch im selben Busch wie vorhin. Und wir haben weiterhin ja recht aufmerksame Soldaten in der Gegend herumrennen, was ich ihnen ein bisschen übel nehme, weil sie mir damit auf den Sack gehen. Aber ehrlich gesagt, das gehört zum Spiel dazu. Und deswegen bin ich auch wieder irgendwie damit vollkommen pari. Jetzt wäre nur mal nett, wenn mal irgendjemand auf die geile Idee käme, eine meiner verwandten Leichen hier zu untersuchen. So, wer bist du hier? Auch wieder Italiener. Das sehe ich schon hier. Der dunkle Teint. Ach, den hatte ich schon. Ja, mit deiner Splitterwunde. Den hatte ich ganz fest auf der Abschussliste, weil halt einfach, er tut mir leid mit seiner Splitterwunde. Und er soll nicht weiter leiden. Ich möchte mich da auch aktiv bemühen, ihm zu helfen. Und das machen wir gleich mit der Pistole hier. Also natürlich ist natürlich noch ein zweiter. Jetzt hast du was gehört, ne? Ah! Na, da habe ich eiskalt nicht auf Dings gewechselt. Na, nicht auf Dings, ne? Ihr wisst, MP. Ich denke, den halte ich jetzt durch hier. Habe ich auch. Zwei Leben sind noch drin im Körper. Muss reichen für den Rest der Mission oder so. Ich weiß gar nicht, ob das regeneriert, das Leben. Müssen wir mal drauf achten. Ich kann nicht alle gar nicht durchsuchen, die Jungs, ne? So. Wie gesagt, also mit deiner Schulter, das tat mir halt einfach irgendwo leid. Ich dachte mir, da muss ich mich kümmern. Habe ich auch. Habe ich auch. So. Feind sucht. Gut, die rennt fast in seine eigene Falle rein. Eine Menge zu tun auf alle Fälle. So langsam kommen wir jetzt wieder der Sache mit dem Hauptquartier näher. Ui! Hat da einer an meiner Leiche gespielt? Tot den Partisanen oder? Haben alle Hände voll zu tun. Ah! Das ist ja Story-driven oder so. Wo kämpfen die denn mit den Partisanen? Ich wollte doch nur helfen. Bah, Schädel und das Rückgrat runter. Ja, ich helfe auch den Partisanen. Natürlich fliegt da auch mal meine Deckung auf. Ah ja, alles rot am Leuchten jetzt. Aber machen wir hier mal ein bisschen Bambule. Ein Offizier. Den wünsche ich mir. Kann ich jetzt eigentlich markieren? Nee, den Tod. Doch, den Tod kann ich auch markieren. Ah, okay. Also das mit Markieren war eine gute Idee der Offiziere. Auch der Toten. Von wo sehen die mich denn hier? Muss alles unter mir irgendwie sein. Ja, ich war beseelt von dem Gedanken, den Dings da zu helfen, den Partisanen. Aber ich höre viel und sehe wenig, wenn ich ganz ehrlich bin. Auch wenn sich hier ganz viele Punkte um mich herum hier. Ne? Mehr finde ich nicht. Wir hören hier wirklich Bambule ohne Ende. Und ich werde auch schon wieder gesehen von irgendeinem Hecht da. Da unten ist einer. Ah, beim Offizier. Ups.
Oh, das war kein tödlicher Treffer. Das aber. Das aber, mein Junge. Die Eingeweide sind hin. Lebertreffer. Also wenn er ein Alkoholproblem hat, da hat auch sich das erledigt. Lass sie leiden. Na, ich glaube, ich muss mich da mal ein bisschen hinbewegen. Da näher in den Kreis rein. Mal ein bisschen nachladen hier. Lass sie leiden. Das geht ja gar nicht, ne? Wie wirfst Granate? Bist du drück in der Birne? Das ist Granate. Ich werfe ja auch gleich eine Granate, du. Luder, echt? Ich werfe Granate. Oh, wie er Schild erlebt. Da ist er hin, der Darm. Und mein Leben auch runter hier, ne? Also, wollen wir nicht so dicke Backen hier machen. Ja, ja, ja. Was haben wir denn hier mal so im Arsenal? Irgendwelche Granaten auch? TNT. Ah, da. Schildgranate. Ach so. Ah, auf zwei gehe ich wieder hoch im Leben. Ich dachte, er muss nachladen. Hat er mich angelogen? Hat der mich angelogen, die Sau? Ah, schaut mal. Verschiedene Dokumente, Nachricht an Flavio. Lieber Flavio, sie wollen dich holen kommen. Ich hab dich verraten, mein Lieb. Ich hab dich verraten, mein Lieb. So, ja, da. Schöne Grüße von der Ex oder so. Es tut mir so leid. Lauf, mein Liebster, lauf um dein Leben. Ja, ich gehe mal von aus Folter und so ein Scheiß, ne? Meine Granaten habe ich nicht besonders klug geworfen, aber waren ja auch die ersten, die ich geschmissen habe. Muss ja mal gucken, wie das war. Oh, cool, hier geht's runter. Koffer. Auf einmal kommt der Goodie von einer ganz anderen Seite, ne? Oh, ja. Na, obwohl jetzt so außen, ob das jetzt hier so gut ist. Na doch, passt. Kann ich da nicht hoch die Regenrinne? Na, schade, ich dachte, die sah eigentlich aus wie besteig mich, aber na gut, dann nicht. Oh.
Irgendwie nicht mit Ruhm bekleckert, ich weiß. Aber down ist down, sag ich mal, ne? Schätze, ich habe alles eingesammelt. Ach, da oben ist er. Deckung aufgeflogen. Das, wo ist denn der Punkt da? Oben bestimmt, der da hinten war. Ich hatte auch so ein Offiziersymbol gehabt. Ah, da ist es wieder. Ach, Haku ausfindig machen ist das. Wie? Kletter hoch! Das war aber genau der Kopf, ey. Der Typ da, der will nicht, ne? Ach, scheiße, bin ich zu... war ich so nah dran. Ich dachte, ich lasse ihn mal explodieren. Ja, da habe ich das dann selber mich gleich mitgeopfert. Okay. Ich sag mal so, ne? Dinge passieren. Ist jetzt da, hat sich ja nicht viel geändert, ne? An der Situation irgendwie. Außer, dass ich ihm jetzt hier gleich mit dem Gewehr besorge. Das ist alles. Pizzeria. Ach, mein Hauptquartier ist jetzt hier runter. Rucksackladungen. Die werde ich wohl brauchen. Oh, dann nehme ich auch einen Brief, ne? Ah ne, hat er gleich automatisch aufgenommen. Schütze. Die Deutschen haben den nächsten Zug gemacht. Ich bin zur Burg gegangen, um die Gefangenen zu befreien. Bei ihrer Ankunft könnten die Türen verbarrikadiert sein. In dem Fall werden sie die hier benötigen. Ah, die Rucksack. Die Sophia hat zu uns ein bisschen was im Bum-Bum machen da gelassen. Hätten ja auch Bum-Bum mit Sophia machen können, aber na gut, dann nicht. Oh, was ist das hier für eine Waffe? Springfield tauschen gegen Kakano, Repetiergewehr. Viel Schaden, langsam, hohe Rückstoßdämpfung, maximaler Zoom größer. Wollen wir die mal tauschen? Tauschen wir mal. Müssen wir auch mal mit was anderem schießen, ne? Grabenflinte? Ach so, eine Shotgun. Eine Shotgun. Ach, nehmen wir mal, wa? Was sagt die Map? Die Map sagt, hier hinten durchsuche den Friedhof. Und hier Sophia ausfindig machen. Und da ist noch der Sendeturm, wo wir den Funker noch ausschalten müssen. Dann müssen wir erstmal hier hinter. Durchsuche den Friedhof. Rucksackladung, Tutorial. Rucksackladungen können bei richtiger Verwendung äußerst nützlich sein. Halte Ausschau nach geisterhaften Bildern als Hinweis darauf, wo du sie ablegen kannst. Und schieße dann drauf, um sie detonieren zu lassen. Nachdem du eine Rucksackladung platziert hast, startet zu den Zeitzünder mit X halten und gib Fersengeld.
Nichts. So, dann würde ich mal sagen, ab zum Friedhof, ne? In die Richtung der vielen roten Punkte. Bin ich in der richtigen Richtung? Ja. Mal gucken, wo ich hier hochkomme. Ah, da glaube ich. Mal hier so ein bisschen Herzschlag beruhigen. Für das Vaterland? Oh, mein Junge. Was meinst du, was ich alles für das Vaterland mache? Ja, ist ja hier. Aber lass erstmal hier den Herzschlag ein bisschen weiter runtergehen. Bitte beide. Ja. Nee, nicht beide tot. Wie, der lebt noch. Ist irgendwo ein MG-Nest, ne? Aber keins, wo ich einen Winkel von hier aus habe. Ein Briefchen. Brief in die Heimat. Liebe Astrid, der Widerstand gegen uns nimmt zu. Diese Leute wissen nicht, was gut für sie ist. Es wird einen Bürgerkrieg geben, du wirst sehen. Dennoch freue ich mich darauf, die Roten auszurotten und sie bezahlen zu lassen. Abschaum. Gib den Kindern einen Kuss von mir. Abschaum. Ja, die Roten auszurotten. Wer genau sind die Roten? Indianer? Habe ich irgendwas verpasst? Doch, 1800 und? So, wo ist Mr. MG-Nest hier? Da hinten. Oh, jetzt rennt er weg. Da ist doch eben gerade ein kleines rotes Eckchen gewesen. Scheiße. Oh, meine Lunge ist gleich voll. Meine Lunge ist gleich voll. Ja, ist er. Dabei fällt mir ein, Leute. Dabei fällt mir ein. Spielerausrüstung. Fähigkeiten bearbeiten. Wir können nämlich eine erhöhte Herzfrequenzsenkung auswählen. Also Herzfrequenz erholt sich ein bisschen schneller oder wir haben ein bisschen mehr. Eins von beiden müssen wir uns entscheiden. Ich entscheide mich für wir haben ein bisschen mehr. So. Ey. Da wollte er mich schon wieder wuschig machen. Und der Blaue ist bestimmt ein Freund oder so, ne? Jo. Nur mit ihm reden kann ich nicht.
da komme ich auch nicht raus aus der Kirche. Ich käme hier hin. Das ist wahrscheinlich ein alternativer Eingang. Wir müssen ja eh eigentlich in die andere Richtung. Und die gucken wir nächstes Mal auf dem Friedhof. Ja, genau, Leute. Weil wir sind durch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so war, lasst doch einen Daumen nach oben da, würde ich mich riesig drüber freuen. Abonniert den Kanal, wenn noch nicht geschehen. Genau, weil ihr verpasst dann kein neues Video. Ich sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye. Keep gaming, euer Goodie.